Moin auch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mats ab. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr eure Steelbooks artgerecht schützen könnt? Dann bleibt dran, denn das zeige ich euch jetzt. Steelbooks sind sehr schnell anfällig für Kratzer und das ist natürlich sehr ärgerlich, besonders da einige der Schätzchen ja auch eine gewisse Wertsteigerung darstellen. Aber glücklicherweise gibt es ja Präventivmaßnahmen, die man treffen kann, um dem Ganzen Abhilfe zu schaffen, damit solche Kratzer nicht entstehen. Und ich stelle euch jetzt hier in diesem Video zwei Arten von Schutzhüllen vor und dessen ganzen Vor- und Nachteile. Da gibt es zum einen diese Schutzhüllen hier, die sind wirklich rundrum von allen Seiten dicht. Und sehen zusammengefaltet so aus. Und wenn die Blu-ray drin ist, hat man dieses schicke Gedöns hier. Der Vorteil ist, es ist wirklich rundrum vorne, hinten, oben, unten, rechts, links, von quer nach durch, von allen Seiten versiegelt. Es besteht nicht die geringste Chance, dass dort an diesem Steelbook ein einziger Kratzer drankommt. Der Nachteil an diesen Dingern ist, dass sich hier das hier oben wirklich sehr schwierig öffnen lässt. Und das Steelbook sitzt auch wirklich sehr eng in dieser Hülle fest, sodass sich das nur wirklich schwer entfernen lässt. Wenn man einen Film öfter gucken möchte, dann ist dieses Ding hier vielleicht nicht ganz so toll. Preislich ist das angesiedelt, dass 10 Stück 10,99 € kosten. Ich hinterlasse euch den Link unten in der Beschreibung, wenn ihr die Teile selbst bestellen möchtet. Dann gibt es noch diese Klarsichtschuber hier, die umschließen das Steelbook allerdings nicht komplett. Die sehen zusammengefaltet, also auseinandergefaltet so aus. Und mit Steel drin ist das diese Geschichte hier, aber oben und unten nicht verschlossen. Der Vorteil hierbei ist, dass sich das Steelbook schnell raus- und reinschieben lässt. Nachteil ist hierbei, wie bereits erwähnt, oben und unten ist das Ding nicht verschlossen, wobei dann auch hier Kratzer entstehen könnten, wenn man nicht gut genug aufpasst. Preislich sind die Dinger etwas günstiger, die kosten nämlich 10 Stück 8,50 €. Auch hier hinterlasse ich euch unten in der Beschreibung einen Link, falls ihr die Teile ordern möchtet. Welche Erfahrungen habt ihr zu Hause mit Schutzhüllen für Steelbooks? Gibt es noch weitere Varianten, die ihr mir vielleicht empfehlen könntet? Wäre nett, wenn ihr den Link unten in den Kommentaren hinterlassen könntet. Oder wie gesagt, einfach eure Erfahrungen hinterlasst, die ihr mit Schutzhüllen für Steelbooks gemacht habt. Und damit kommen wir auch schon zum Fazit für heute. Ich persönlich habe lediglich diese beiden Varianten, die ich euch vorgestellt habe. Muss sagen, der Vorteil der ersten Variante ist wirklich, dass es rundum geschützt ist, aber die Steelbooks sind wirklich nur sehr, sehr schwierig, dort wieder rauszuholen. Die zweite Variante ist für mich jedoch ein bisschen praktischer, da die Steelbooks leichter zu entfernen sind und ich dadurch auch schneller in den Genuss des Films komme. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst den Daumen oben da, abonniert meinen Kanal, schaut euch meine anderen Videos an. Ihr könnt mir auch auf Facebook und Instagram folgen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Danke, dass ihr dabei wart. Ich sag bis zum nächsten Mal, wenn ich euch wieder auf die Nerven gehen darf. Bis denn dann. Ciao, ciao.